Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein dreimonatiges Moratorium angekündigt, in dem die AKW-Laufzeitverlängerung ausgesetzt werden sollen. Wie bewertest du diesen Vorstoß? Also ich verstehe das Ganze nicht. Erst hat es geheißen, alles ist technisch sicher. Jetzt auf einmal will man überprüfen und braucht ein Moratorium. Wer die Diskussion um Atom verfolgt, und wir verfolgen das ja nun schon sehr lange, die Argumente sind alle 10-mal hin und her gewälzt. Es geht jetzt darum, den geordneten Ausstieg aus dieser nicht sicheren Technologie fortzusetzen. Und deshalb muss die Laufzeitverlängerung vom Tisch. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man tun kann. Und darüber hinaus auch die Kernkraftwerke, die schon älter sind und technisch unsicherer sind, die sollen auch sofort vom Netz. Das ist unsere Forderung. Die rot-grüne Landesregierung in NRW plant jetzt eine Bundesratsinitiative gegen die AKW-Laufzeitverlängerung. Welche Chancen hat diese Initiative? Zunächst einmal muss man ja noch mal verweisen auf den 9. Mai 2010. Ohne Nordrhein-Westfalen wären wir gar nicht in der Situation, dass es auch eine aktuelle Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Laufzeitverlängerung gäbe. Aber wir wollen jetzt die neue Dynamik, so schauderlich das im Moment ist, auch dazu nutzen, dass wir diese Laufzeitverlängerung wieder vom Tisch bekommen, weil sie überhaupt nicht in die Zeit passt. Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um den Weg für die erneuerbaren Energien freizumachen. Hier behindern die Atomkraftwerke, hier behindert die Laufzeitverlängerung. Und im Übrigen ist es auch nicht zu verantworten, weiter auf Atomenergie zu setzen. Wie können wir denn noch einen schnellen Atomausstieg hinbekommen? Naja, wir hatten ja im Jahr 2009, 2010 durchaus Momente, wo fünf bis sieben Atomkraftwerke nicht am Netz waren. Und trotzdem haben wir Strom exportiert. Das heißt, für die Stromversorgung sind Atomkraftwerke nicht unbedingt notwendig, jedenfalls ein Teil. Und wir sind eben sehr dynamisch bei den Entwicklungen der erneuerbaren Energien. Diesen Weg müssen wir weiter forcieren. Und deshalb, glaube ich, kann man das hinbekommen, abschalten, einen Teil zumindest sofort und auch erneuerbare Energien stärker fördern. Wir jedenfalls in Nordrhein-Westfalen wollen diesen Weg mit aller Macht gehen. Vielen Dank, Johannes.